Endlich Ballon d'Or Blick, Digga. Ey, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Video starten soll. Der Titel vom Video ist kein Scherz. Ich habe eine Einladung bekommen für die Ballon d'Or Gala, Leute. Ich bin auch schon in Frankreich gelandet, genauer gesagt in Paris. Und erstmal ein riesen Dankeschön geht raus an das Team von Prime Video Sport, die mich hier diesen Tag ermöglichen. Ich werde euch heute den ganzen Tag mitnehmen, überall, wo es nur geht. Ich habe ein Presseticket, Freunde, für die Gala. Ich komme auf mein Leben gerade nicht klar, ne? Ich kann das nicht realisieren. Alter, ich muss erstmal was trinken. Freunde, ich bin Messi-Fan seit 18 Jahren und hätte mir jemand als kleines Kind erzählt, yo, Digga, du wirst mal 2023 live im Saal miterleben, wie Messi seinen 8. Ballon d'Or kriegt, Digga. Es wurde ja anscheinend schon geleakt, Fabrizio Romano hat sogar schon gepostet. Ey, das ist komplett surreal. Wir holen jetzt erstmal meinen Koffer, da drin befindet sich der Anzug. Der ist ganz, ganz wichtig für so einen besonderen historischen Tag. Und ich habe mich hier am Flughafen gerade noch frische Schuhe gezogen. Finde ich eigentlich ganz lässig, da ein Anzug plus Sneaker. Erstmal, Leute, geht auch ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen raus. Ich meine das wirklich ernst, von tiefstem Herzen. Ich muss gerade echt auch aufpassen, dass ich nicht emotional werde, weil ja, so ein Tag ist natürlich ein absolutes Highlight für mich. Ne? Natürlich auch alle Stadionbesuche, immer wieder geil, aber das ist ein absoluter Traum, den ich da heute erleben kann. Und das ist einfach das Ergebnis von eurem heftigen, jahrelangen Support und hunderten von erfolgreichen Fußballvideos, dass ich heute so einen Tag erleben darf. Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht. Mein Koffer ist nicht verschwunden, er ist da. Matik, ey, es regnet und es ist wirklich arschkalt. Wir fahren jetzt erstmal ins Zentrum. Das findet dort im Operntheater statt, in der Nähe vom Triumphbogen. Und da ist auch mein Hotel. Ich blende euch mal ein geiles Edit ein. Das wären die Gewinner in den letzten 14 Jahren vom Ballon d'Or. Alle gemeinsam auf einem Bild. Wir fahren gerade durch die königliche Straße Rue Royale. Okay. Ah, ich kenne den Platz, glaube ich. Da hinten ragt der Eiffelturm schon raus. Ich probiere drauf zu kriegen. Ja, da ist er. Wenn mich nicht alles täuscht, das müsste das Louvre-Museum sein. Boah, ich bin jetzt fast 1,5 Stunden vom Flughafen bis zum Hotel gefahren, aber Gott sei Dank sind wir extrem früh dran. Und hier bleibe ich für eine Nacht. Es ist auch nur 500 Meter zu Fuß von der Location entfernt. Check mal erstmal ein. Bonjour. J'ai une réservation. Oha, man wird hier direkt begrüßt mit einem riesigen Spiegel, Digga. Das Zimmer ist sogar voll groß, Mann. Ich habe hier sogar ein Waschbecken, Digga, im Wohnzimmer. Noch mehr Spiegel. Bam, Digga. Let's go. Also, Zimmer. Ihr seht schon, wirklich sehr großzügig gestaltet. Hier haben wir direkt die Toilette. Und mir fällt direkt auf, dass es hier voll gut riecht, Mann. Hier sogar noch eine Badewanne mit Dusche inkludiert. Ich blende euch meine Übersicht ein. Der Gewinner der meisten Ballon d'Ors aller Zeiten, Messi, eilt einfach allen davon. Mittlerweile dann schon 3 mehr als Ronaldo. Und danach kommen dann noch ein paar Spieler wie Platini mit 3 Ballon d'Ors jeweils. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass solange ich noch lebe, in den nächsten 50 Jahren, jemals ein Spieler das nochmal toppen wird. Minibar am Stüssel, Digga. Ein paar Snacks noch. Was haben wir da oben? Okay, ein Safe und Aussicht, können wir auch mal anschauen. Ich glaube, wir gucken da auf den Hof, ne? Ja, so typisch Paris. So, jetzt erstmal den Koffer auspacken und ich zeige euch mein Outfit. Ich habe ein kleines Dilemma. Natürlich neige ich eher zu dem langen Hemd, Freunde. Ich hätte theoretisch hier sogar noch eine Fliege dabei. Ich glaube, das würde richtig nice aussehen. Aber natürlich, falls ich irgendwie doch nah an Messi kommen sollte, wäre das mit einem kurzen Shirt viel einfacher, ihm schnell da mein Tattoo zu zeigen. Weil bis ich das hochkrempel, Digga, ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Deswegen muss ich es mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall habe ich hier noch einen dunkelblauen Anzug dabei. Der ist hier customized mit den Details. Blaue, rote Nähten, natürlich für Barca-Farben und das Highlight befindet sich hier drinnen aus Seide, das Bild von Leo und mir. Plus steht hier drinnen noch Lionel x Anton Visca Barça. Also ich hätte mir wirklich keinen besseren Tag aussuchen können, als diesen Anzug zu rocken, wo Messi seinen allerletzten 8. Ballon d'Or bekommt. Bevor wir uns in Schale werfen, gehen wir jetzt erstmal um die Ecke hier etwas essen. Das Café sieht eigentlich ganz gemütlich aus. La Cooperative Tire. Okay. Ja. Das ist voll. Muss gut sein. Oh, der Junge gönnt sich einen Crepe. Ich bin so neidisch. Hola, bonjour. Une personne? Ich rede mal mit denen halb Spanisch, halb Französisch. Ich komme schon durcheinander. Ich entscheide mich für die Fish and Chips mit Tartarsoße. Keine Ahnung, was es ist. Hausgemachte Pommes und Salat. Also das duftet schon mal wirklich nach einer 10 von 10.
Boah, der Fisch schmeckt richtig geil. Pommes auch super. Zu Real Talk eine 9 gebe ich mindestens. Also Leute, jetzt müssen wir auch noch mal ganz kurz Real Talk führen. Natürlich hätte es Haaland heute auch absolut verdient, seinen allerersten Ballon d'Or zu gewinnen. Er hat gefühlt 2 Millionen Tore geschossen, den Premier League Torrekord gebrochen, das Triple geholt mit Manchester City und vor allem auch ihre erste Champions League Trophy in ihrer Vereinsgeschichte geholt. Aber es gibt eben auch noch genug Argumente für Messi. Ne? Er hat eben den wichtigsten Pokal im Weltfußball und das ist nun mal die WM gewonnen und das auf eine Art und Weise, wie er die Mannschaft getragen hat mit 35 Jahren, das war einfach nur magisch. Sowas gab es nur ganz selten, wie zum Beispiel damals bei Maradona oder Pelé. Er hat auch insgesamt fast so viele Scorer diese Saison erzielt wie Haaland. Natürlich verstehe ich auch die Meinung von den Leuten, wenn sie sagen, ey, Haaland war aber viel, viel krasser und in der Champions League ist Messi abgetaucht, kann ich komplett nachvollziehen. Aber er hat nun mal seine Karriere mit dem WM-Titel perfektioniert und vollendet und ich denke, er wird es heute auch zu 99,999% machen. Und der Anzug sitzt doch schon wie angegossen, das haben wir die Spoken-Jungs, Grüße gehen raus, mal an meine Maße anfertigen lassen. Das wäre jetzt quasi hier die lässigere Variante mit dem T-Shirt drunter. Das heißt, hart auf hart könnte ich das Sakko schnell ausziehen und Leo dann mein Tattoo zeigen. Aber Leute, ich bin im Pressebereich, ich weiß wirklich nicht, wie nah ich an ihn rankomme. So, und das wäre die klassische Variante für heute Abend. Ja, das ist natürlich schon deutlich passender. Ich laufe jetzt schon zum Theater du Châtelet. Ich habe mich jetzt doch für das Casual-Outfit entschieden, Freunde, weil falls es das Schicksal will, dass ich ihn wirklich treffe, dann muss ich ganz schnell ready sein, weil das Tattoo ist meine einzige Chance. Die Aufregung steigt und steigt. Und jawolski, pünktlich kommt doch noch die Sonne raus. Okay, Leute, ich glaube, in diesem Container wird unter anderem die Fernsehproduktion sein. Und in dem Gebäude muss ich mir jetzt die Akkreditierung holen. Ich hoffe, ich kann da so viel es geht filmen überall. Ja, da stehen auch schon ein paar Fans, die hoffen, da über den Zaun blicken zu können. Ich bin richtig. Jawohl, ich habe hier meinen Ausweis, Freunde. Da sogar mit Bild von mir, Ballon d'Or, das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Und ich habe Zugang zur Jobzone, das ist da, wo die Spieler dann draußen ankommen, und zum Presseraum. Das ist hier auf der allerobersten Etage. Okay, hier ist dann gleich der Pressebereich. Oh, ich bin endfrüh dran. Oh, keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach mal Freestyle rum, Digga. Oh, man kann schon sagen. Hier ist der Pressekonferenzenraum. Ja, da werden die Sachen schon vorbereitet. Boah, da wird einfach Messi danach sitzen. Oh mein Gott, Digga, krank. Da werden schon die ersten Proben gemacht. Die starren mich schon alle an, ey. Die denken sich so, wer ist dieser junge Kerl, der hier rumläuft ohne niemanden? Nein, oder? Können wir jetzt echt schon in den Saal schauen? Ich dreh am Rad. Oh mein Gott, was? Was geht denn hier ab? Alter Walter, Leute, von hier werden wir das Ganze dann verfolgen. Boah, sieht das mächtig aus. Schaut euch mal diese Decke an. Ah, die simulieren das Ganze gerade und proben. Lionel Messi, ja, da ist er. Boah. Ja, man kann das halt 0,0 realisieren, ne? Was man hier erlebt. Oh mein Gott, Leute, ich fasse es nicht. Ich habe sogar Zugang zu dieser Area hier. Da kommen die ganzen Spieler an. Digga, wenn ich da an der Seite stehe, dann habe ich wirklich zwar eine riesen Chance, da ein paar Bilder abzusneaken. Auch so ein Banner aufgestellt, Champagnerflaschen, 1000 Mitarbeiter hier. Oh mein Gott, und da drin in der Vitrine, da ist der Ballon d'Or. Ich fass es nicht. Was ein Film, Digga. Und erstmal hier die Treppe hinunter. Ich bin echt gespannt, wo die mich da nachher hinstellen. Das kann man hier machen. Ballon d'Or Ceremony. PS5 auch voll riesig als Sponsor. Ah, okay, man kann hier Bilder mit dem Ballon d'Or machen, aber ist dann wahrscheinlich nicht der echte, sondern nur eine Replika. Aber sieht schon geil aus. Ballon d'Or, France Football. Okay, und das ist dann der rote Teppich. Oh mein Gott, stehen da schon viele Fans draußen. Boah, da werden dann die ganzen Bilder geschossen. Und Messi läuft dann wahrscheinlich hier so durch, ne? Okay, man kann sich schon eigentlich alles sehr gut vorstellen. Digga, ich laufe hier einfach reckless durch, ne, überall. Egal. Schaut mal, wie viel Polizei da auch schon steht. Junge, Junge. Geil, Digga, wie frei ich mich hier bewegen kann. So, Leute. Ich probiere jetzt einfach auch mal hier nochmal durchzulaufen. Hier sieht es richtig sick aus. Da um die Ecke. Mama. Ist das ein Film? Digga, die ganzen Fans schon. Oh mein Gott, ah, hier ist der krasse Bereich. Boah, Digga. Da werden dann die ganzen Fotografen so stehen. Gucken wir mal auch mal durch die Scheibe. Ah, okay.
Ich tippe mal, es sind ein paar hundert Fans da draußen, also es geht eigentlich. Ich hätte mehr erwartet, dass da die ganze Straße vielleicht voll ist. Ich dachte wirklich nur, Leute, dass ich hier so quasi Zugang habe. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Messi dann zu einem Journalisten kommt, ist natürlich ultra gering. Aber wenn ich dann auch mich dorthin stellen kann, bei den Treppen, Digga, wo es dann wirklich schon mehr private ist. Ich habe so Hoffnung, ne? Come on, bitte, Leute, drückt mir die Daumen, Digga. Wenn wir nochmal ein Bild mit Messi bekommen, wäre so krass. Aber auch natürlich die anderen. Ich glaube, Bellingham ist auch vor Ort. Haaland bestimmt auch, Mbappé. Als ob da einfach ein paar Zuschauer sind, der ja schon ein Messi-Trikot. Was geht, Jungs? Alles klar? Schaut mal, Leute, ist auch eine ganz geile Aufnahme. Hier im Erdgeschoss quasi. Boah, da werden alle Stars rumlaufen, ne, auf dieser Ebene. Junge, Junge. Wisst ihr, glaube ich, was heute unbeschreiblich wird? Der Moment, wenn Messi den Ballon d'Or in die Hand gedrückt bekommt und dann sich den Applaus vom Publikum abholt. Ich glaube, der wird minutenlang gehen. Das ist so ein heftiger Gänsehaut-Moment. Ich weiß auch, vor ein paar Jahren, das Publikum einfach nicht aufgehört zu klatschen und Messi dann schon richtig so verlegen auf der Bühne, und heute wird das nochmal getoppt werden. Das ist eine nice POV von hier oben. Perfekten Überblick. Der Saal füllt sich immer mehr und mehr. Hier wird dann Messi rauskommen und sagt dann auch erstmal den Kindern hier auf den Screens Hallo, die sind so dazugeschaltet. Und dann läuft er die Treppe hoch. Bitte, bitte mein Tattoo sehen, ich werde dann kurz davor das Sakko ausziehen. Come on, Leute, die Chancen sind legit 85%. Oh, da ist ein Show Speed, Leute. Einfach Speed am Stissel. Und Reserva da mit dem roten Anzug, auch natürlich am Start. Who do you think winning tonight, bro? Hey, Messi or Ronaldo, bro? Oh, Messi oder Ronaldo. Yeah. Ah, und er sagt Ronaldo. Sympathiepunkte gesammelt. Ja, er hat Messi gesagt, Irrmann. Soll ich Speed mal auf provokant mein Messi-Tattoo zeigen? Das wäre eigentlich witzig, ne? Yo, Speed, he's the best. He's the best. Bro, get that out my face. Geil. Sorry, Speed, wenn du das siehst. Der musste sein, ich konnte es nicht nehmen. Ich bin ready zum Hochtrempeln. Meine Riesenchance. Oh mein Gott, da kommt Debo, Digga. Oh, Alter, mit dem war auch ein Foto legendär. Warte, ich zeig's ihm auch einfach. Da ist er, Jungs. Oh mein Gott, ich bin bei ihm schon voll aufgeregt, Digga. Weltmeister, Legende, Mann, was er gehalten hat. 123. Minute gegen Juani. Oh, Leute, genau so wird Messi gleich dastehen. Ich hab so ein Herzklopfen. Debo, mira la Copa del Mundo. Gracias para todas sus paradas. Gracias. Una foto? Er meinte que grande, das heißt, wie großartig. Und dann meinte ich noch zu ihm, danke für alle deine Paraden. Und er so, gern geschehen, nichts zu danken. Ja, wen sehen wir da auf dem Screen? Eden Hazard, Digga, kommt auch gleich durch. Und das steppt er entlang, der Eden. Korrekt, Hazard macht echt mit jedem Bild, der ihn fragt. Oh mein Gott, Freunde, da kommt Erling Haaland. Boah, mit ihm wär's auch zu krass. Weil er wird safe auch noch einen Ballon d'Or gewinnen. Er hätte es, wie gesagt, auch dieses Jahr verdient gehabt. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass er es noch packen wird. Guck mal an, was hier los ist, wie viele Menschen da sind. Also selbst hier ist es echt nicht einfach, die 2 Sekunden zu bekommen. Lol, da ist Rodri. Ich bin lost, das war doch Ruben Dias, nicht Rodri. Haaland, jetzt kommt er. Ich probiere alles, Leute, ich frage ihn auf Deutsch am besten. Oh mein Gott, Bernardo Silva auch noch, Ederson. Sie kriegt ein Bild, sie ist auch so eine TikTokerin. Come on, come on, ich bin ganz nah dran. Da steht er. Erling, können wir auch noch ein Foto machen? Keine Chance. Er ist schon mit seiner Freundin die Stufen hochgelaufen. Ah, Digga, wie gesagt, ich habe wirklich nur bei Messi den Ass im Ärmel wegen dem Tattoo. Das hat nämlich auch den Debo voll gefreut. Da ist auch Haalands Papa. Aber wie gesagt, kann man die Spieler auch nicht übel nehmen. Ne? Selbst hier werden die so krass belagert, Leute. Da kommt er. Oh mein Gott, Julian Alvarez auch noch. Die ganze Argentinien den Pokal zeigen. Gleich, gleich, gleich. Er geht nochmal zu den Kindern. Julian Mira, la Copa del Mundo. Ja! Er ist okay, bien, das heißt, wie gut. Freunde, meine Knie sind richtig zittrig. Messi kommt wirklich als allerletztes gleich. Als ich das erste Mal ihn getroffen habe, kam das ja so von 0 auf 100 und ich hatte kaum Zeit, um nachzudenken. Aber jetzt warte ich hier schon seit über 3 Stunden, dass er kommt. Und natürlich steigt da immer mehr die Nervosität. Und da ist Didier Drogba, der hat die Show ja die letzten Male auch moderiert. Hey, da ist Ter Stegen, Digga. Und der Präsident von Barca auch, Joan Laporta. Mann, ich hab's, Digga, wieso hab ich nichts gesagt, Mann? Ich hab mir gerade keinen Mucks rausbekommen, das war ganz komisch. Weil ich hab mich so unwohl gefühlt, weil er halt mit seiner Freundin gerade hochläuft und ihr so geholfen hat. Da wollte ich nicht so dazwischenrätschen. Oh, da ist Lautaro. Lautaro Martinez. Frank. Alejandro Balde auch am Start. Alter, Digga, jetzt kommen aber Barca-Spieler hier ohne Ende. Hey, Gündogan ist da auch am Start, Leute, da. Hinter dem Handy. Moment, ja, da sind wir ihn. Balde, 100 Fotoporfa.
Gracias. So, eh, keiner? Boah, Digga, das ist sehr viel wie im Rausch. Diesen Vlog werden wir nie wieder toppen können, außer ich mache ein Interview mit Messi. Was ist das hier für eine Erfahrung? Boah. Oh, da kommt Vinicius, Leute, in der Menschentraube. Ich könnte ein Bild machen. Danke dir. Vinicius jetzt. Da ist er. Übrigens, Leute, das ist im letzten Vlog, das war ein Missverständnis. Ich habe gerufen, Vinicius Fuerte, ich habe nicht gecheckt, was die Barca-Fans geschrien haben. Also sonst hätte ich das niemals natürlich gemacht. Tut mir leid an dieser Stelle. Vinicius Weltspieler, der wird auch noch den Ballon d'Or gewinnen in den nächsten Jahren. Schau mal, wie viele da hinter mir sind, da kommst du nicht ran. Okay, bei Messi wird es gleich komplett abgehen. Oh, da ist Jude. Da ist Bellingham. Oh, ach, krank, ey. Jude, Digga, bei Jude und Haaland habe ich es nicht geschafft. Schade. Egal, Hauptsache Leo. Come on, come on, come on. Nee, oder? Feuerwehralarm. Das ist doch jetzt ein Scherz, kurz bevor Messi kommt. Bitte lass es jetzt nicht daran scheitern. Es wäre das Pech des Jahrtausends. Ich glaube es nicht, nein. Hör auf, bitte schnell. Okay, es ist vorbei, Gott sei Dank. Beckham, wie cool. Ich habe seine Doku übrigens anders gefühlt. War richtig interessant. Es geht schon wieder der Feueralarm an. Was ist denn los hier? David Beckham, Digga. Verdammt, wir werden alle hochgeschickt. Ich versuche mich irgendwie trotzdem hier hinzustellen. Oh mein Gott, da ist er. Da ist Leo, Leute. Wir sind so kurz vom Ziel und jetzt werde ich hochgeschickt. Da ist er. Neben seiner Frau. Das ist ganz todeshektisch, Leute, sobald Leo kommt. Bei allen anderen durften wir unten bleiben und jetzt alle hoch. S'il vous plaît, messieurs, dames, alle. S'il vous plaît. Da kommt, da kommt. Warte, da ist er. Messi. Da sind die Kinder. Oh mein Gott. Warte, er kommt. Leo! Mira la Copa del Mundo! Ich hab's geschafft, Leute! Ich hab's geschafft, Leute. Er hat's gesehen, Digga. Er hat so ein breites Grinsen gehabt. Er wollte mir die Hand geben. Ich hab mir nur Toast gegeben. Voll gechoked, Digga. War so hin und her. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Oh, Leute, let's go. Oh mein Gott. Oh. Ich lade die Datei jetzt erstmal dreifach hoch auf Drive, WeTransfer, alles, damit ich sie sicher. Ich fass es nicht. Ich gehe jetzt im Pressbereich hoch. Alter, ich hab's gesehen, wie hektisch das war. Ich hab gekämpft, Freunde. Ich hab geglaubt daran. Und es hat geklappt. Leute, lasst alle bitte einen Daumen nach oben auf diesen Vlog. 100.000 Likes. Komm, wir schaffen das. Ey, das geht in die Geschichtsbücher ein von meiner YouTube-Karriere, Digga. Und genau an dem Tag, wo er den 8. Ballon d'Or bekommt. Puh. Ich muss erstmal aufs Klo jetzt gleich. Ich kann nicht mehr. Boah, ich habe mir die Aufnahme gerade eben angeschaut. Ich, Dulli, habe ein bisschen mit meinem Kopf das Bild zerstört. Aber wenn man den Frame stoppt, dann hat man auf jeden Fall ein, zwei gute Shots. Man sieht auch, wie er Daumen nach oben macht, mir die Faust geben will und richtig lacht. Oh, Digga, Leute, was für eine Legendenaufnahme trotzdem. Boah, geisteskrank, geistesgestört, Digga. Jetzt gehen wir wieder oben auf den Balkon und genießen die Gala. Und die Lichter gehen aus dem Saal. Leute, ich werde jetzt jede einzelne Millisekunde so genießen. Boah. Mir haben auch voll viele gesagt, congratulations, you made it. Also Leute, die mich gar nicht kannten, weil ich wirklich legit der Einzige bin, bei dem er so ganz gut stehen geblieben ist. Boah, sieht das episch aus, Mann. Es geht los, Leute. Ich muss ein bisschen leiser reden. Didi Drogba wieder als Moderator. Neben den anderen Argentinier, Lautaro neben ihm, Alvarez. Messi taugt gerade in der Pause mit Ter Stegen. Das war's, Leute! Messi da unten mit seinen Kindern! Ich durfte leider während der Zeremonie nicht filmen, aber ich hab's in vollsten Zügen genossen. Ihr habt bestimmt alle im Livestream verfolgt und Leo auch mit extrem fairen und schönen Worten an Haaland, dass er es genauso verdient gehabt hätte und dass er es in sicher nächsten Jahren gewinnen wird. Genauso auch an Mbappé. Und Glückwunsch natürlich auch an alle anderen Gewinner vom heutigen Abend. Ich sag's euch auch ehrlich, ich habe vorhin ein paar Tränen verdrückt, als ich dann das Ganze nochmal realisiert habe, was in den letzten Stunden passiert ist. Ich glaube, es wird aber noch ein paar Tage und Wochen brauchen. Leute, nehmt das Video auseinander auf YouTube. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ein Tag für die Geschichtsbücher. Ciao, ciao.